Hi meine lieben Kreativen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute wird geswiped. Ich habe dafür schon tolle Farben vorbereitet. Wir werden heute mit Schwarz, Primary Magenta, Prussian Blue und Rosé von der Marke Amsterdam arbeiten. Ich werde so einen verlaufenden Hintergrund machen und später werden wir mit Gold schöne Muster swipen. Also legen wir direkt los für unsere schwarze Base. Fange ich einfach hier mal grobflächig an, die Farbe aufzutragen. Ich möchte sie heute nicht ganz rein schwarz halten, sondern vielleicht so einen kleinen Farbverlauf machen. Primary Magenta ist so schön, geht so gut mit Schwarz zusammen. Was ich schon möchte, ich möchte den Hintergrund dunkel halten. Noch ein bisschen Prussian Blue, darf nicht fehlen, ihr wisst das, ich liebe diese Farbe. So, vielleicht noch ein kleines bisschen mehr Schwarz. Genau. Jetzt verteile ich das Ganze schön mit einem Palettenmesser und schon könnt ihr echt gut erkennen, wie schön dieser Farbverlauf ist. Ich liebe das. Das macht das Ganze einfach so spannend. Das ist so ein schöner Hintergrund. So, genau. Ich verteile das großflächig. Es muss auch nicht wahnsinnig ordentlich sein. Jetzt stretche ich das Ganze noch ein bisschen aus. Genau, wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt. Die Ränder sind auch schön gecovert. Hier oben noch ein bisschen. Dazu könnt ihr einfach die Farbe nehmen, die sowieso beim Stretch verloren geht. Braucht ihr natürlich keine neue verwenden. Soweit, so gut. Einmal kurz mit dem Brenner drüber. Sehr schön. Oh, ich liebe das. Also wer es minimalistischer mag, wäre das jetzt hier schon fertig. Allerdings dachte ich mir, wie swipe ich das Ganze? Vielleicht in so einer Blumenform. Das wäre doch ganz schön. Ich versuche einfach mal hier, so ähnlich wie beim Blumen, leichte Linien zu ziehen. Geht mit dem Spatel immer super gut. Die Farbe nehme ich hier daneben wieder auf. Genau, ihr braucht auch gar nicht so viel Farbe verwenden. Seite möchte ich noch ein bisschen rosa haben. Genau. Noch ein bisschen Primary Magenta daneben. Ich nehme mir hierfür wirklich ein kleines bisschen Zeit. Ich möchte gar nicht zu viel Farbe haben. Und auf dieser Seite noch eine kleine Linie von unserem Prussian Blue. Und dann sind wir auch schon bereit. So. Okay, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Ich habe mir hier schon Amsterdam Reichgold, nennt sich dieser Farbton, vorbereitet und ich habe hier so kleine Palettenmesser, die lassen sich für so feine Swipes immer sehr, sehr gut verwenden. Da habt ihr ein bisschen mehr Kontrolle darüber.
Okay, ihr Lieben, wünscht mir Glück. Ja, ich kann die Form schon gut erkennen. Ich glaube, mit dem größeren tue ich mir tatsächlich noch ein bisschen leichter. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Nun verwende ich mein kleines Palettenmesser. Ich swipe hier die Farbe noch ein bisschen raus. Ja. Ah, das ist so cool. Das ist jedes Mal für mich wie Magie. Oh, ich finde das super cool. Man kann mit dieser Technik einfach so coole Muster formen. Ich möchte gerne hier noch ein bisschen mehr Farbe in der Mitte, das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Ihr könnt immer noch ein bisschen nachtragen mit eurem Spatel. Ihr seht, ich nehme hier ganz, ganz wenig. Es braucht tatsächlich überhaupt nicht viel. Und dann kann ich hier noch einmal in meine goldene Farbe gehen. Und das Ganze noch einmal nach oben swipen. Jawohl, genau so. Ihr könnt hier sehr gut erkennen, wie schön sich unsere goldene Farbe um die Hintergrundfarbe legt. Hier kommen super coole Bubbles raus. Ja. Thank you.
Schaut mal, wie schön das hier zur Geltung kommt. Okay, meine Lieben, ich glaube, das hier ist tatsächlich mein Lieblingspart. Ich habe hier noch ein bisschen von unseren Rändern, dass es wirklich schön geschlossen ist. Ich finde das so schön, wie sich hier das Pink und das Primary Magenta verhält. Wir haben alle unsere Farben erhalten, das ist wirklich toll. Selbstverständlich hole ich euch noch ein bisschen näher ran. Ich werde hier nicht mehr swipen, ich habe genug, für mich ist es vollständig. Lasst mich gerne mal wissen, wie ihr es findet. Swipe ist für mich immer wie Magie. Ich liebe das. Es macht immer einen super schönen Effekt. Ihr könnt einzigartige Muster zaubern damit. Ja, ich finde es wirklich toll. Es ist echt schön geworden. Auch mal eine ganz andere Farbkombination. Das gefällt mir echt richtig gut. Okay, ihr Lieben, ich bin am Ende des heutigen Videos angelangt. Swipe, Gold Swipe. Was sagen wir dazu? Ich finde, das Swipe hat super funktioniert. Ihr habt gesehen, wir brauchen gar nicht viel. Wir haben nur drei Farben verwendet. Schwarzen Hintergrund und das macht immer was her. So ein paar goldene Swipes können wirklich jedes Bild aufpimpen. Wenn es euch genauso gut gefällt wie mir, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und für weitere Videos vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Ich danke euch von Herzen fürs Einschalten. Macht's gut, ihr Lieben.